Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Ein Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Dedelic Entertainment, bei denen ich mich an dieser Stelle bedanken möchte. Die haben es mir nämlich ermöglicht, beziehungsweise die ermöglichen es mir, dass ich das Spiel noch vor dem Release spiele. Und ich freue mich tierisch darauf, da ich seit Monaten die Entwicklung des Spiels mitverfolge und jetzt kann ich endlich selbst spielen. Und ich bin total begeistert schon von der Musik und von den Zeichnungen. Ich habe kurz mal reingeguckt, um zu gucken, ob das mit der Aufnahme alles funktioniert. Ja, und das schwarze Auge, vielleicht kennen das einige von euch, das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich noch nicht wirklich so sehr damit beschäftigt habe. Ich habe da mal reingelesen, jetzt vor allem in letzter Zeit, als ich wusste, ich werde das Spiel halt let's playen. Aber einige von euch werden es mit Sicherheit kennen. Es ist aber keine Voraussetzung, dass man es kennt, um die Story von Satinavs Ketten zu verstehen. Ich denke, wir werden alle total viel Freude hier an dem Let's Play haben. Ich möchte auch gar nicht so viel verraten zu der Story. Und deshalb würde ich sagen, wir legen direkt mal los und begeben uns nach Aventurien. So, neues Spiel. Neues Spiel starten, jawohl. Ein bequemes Abenteuer für frisch gebackene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen stehen zur Verfügung. Ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen werden deaktiviert, können aber bei den Spieleinstellungen nachträglich wieder eingeschaltet werden. Ja, wir haben jetzt so viele Point-and-Click-Adventures zusammen gespielt, dass wir eigentlich ein erfahrener Abenteurer sind, würde ich sagen. Aber ich habe beides mal im Vorfeld angetestet, um zu sehen, wie denn da überhaupt die Unterschiede sind. Und wenn wir das hier wählen, das bequeme Abenteuer, bekommt man eben noch diese Tutorial-Funktion, klicke mit links, klicke mit rechts. Und ich würde sagen, das wählen wir auch, damit wir ja einfach nichts verpassen, alles mitbekommen und nicht am Ende einfach dastehen und nicht wissen, wie etwas funktioniert. Deshalb wählen wir mal den leichten Weg. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt! Er lässt nicht los, der Hund! Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Und da werden wir auch schon mitten ins Geschehen geworfen. Mit Rechtsklick kann Geron seine Umgebung näher betrachten, mit Linksklick kann er mit seiner Umgebung interagieren. Klicke mit der linken Maustaste auf Olgiet, um ihn anzusprechen. Ich wär... Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Na, das werden wir ja sehen. Ob ich mich befreien kann. Benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschauen und Linksklick, um ihn aufzunehmen. Der Hammer wird dir auch nicht helfen. Oh, doch.
Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Der Hammer befindet sich jetzt in deinem Inventar. Ziehe den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Versuche, Ulfried mit dem Hammer zu schlagen. Klicke mit der linken Maustaste auf den Hammer im Inventar, um ihn zu greifen. Klicke dann mit der linken Maustaste auf Ulfried, um nach ihm zu schlagen. So, hier haben wir das Inventar, finde ich auch sehr cool gemacht. Schnappen uns mal den Hammer und Bams. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wenn Geron uns verflucht? Es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Geron ist ein Magiedilettant. Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern. Klicke mit der linken Maustaste auf das Krugsymbol neben der Inventarleiste. Klicke dann auf den Gegenstand, den Geron zerbrechen soll. Geron kann ausschließlich Dinge zerdeppern, die leicht zerbrechlich sind. Okay, dann probieren wir das doch mal aus. Das ist das Krugsymbol. Und das ist der Tonkrug. Ah. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Quinling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Eugierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig wirst du noch nicht einmal das. Das da hinten ist also Geron, unser Hauptcharakter. Und wir haben es gerade schon gehört, vor ein paar Jahren, vor 13 Jahren, war ein Seher in Andergast, der den Untergang der Stadt durch Geron prophezeit hat. Und wahrscheinlich sind die Leute deshalb so schlecht, auf ihn zu sprechen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist die Stimme von ihm, die kenne ich nämlich nur allzu gut, damit bin ich früher gerne mal eingeschlafen. Und auch jetzt noch manchmal. Und zwar ist das die Stimme von Sascha Dräger. Ich meine, er heißt Sascha Dräger. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Und der spricht unter anderem den Tarzan oder Tim bei TKKG. Ja, vielleicht hat ihn der ein oder andere erkannt. Also ich finde, die Stimme erkennt man irgendwie sofort. So, Gwindlings Müdigkeit, Käfig reparieren. Sprechen wir erstmal darüber. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Und auch optisch erinnert mich der Geron an jemanden. Ich weiß aber nicht, wer. Ich komme da absolut nicht drauf. Vielleicht irgendein Schauspieler oder so. Ich habe keine Ahnung. Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Wettbewerb. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Hilfe beim Wettbewerb?
Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Ach Mensch, aber wahrscheinlich ist er auch zu müde. Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Mhm. Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Na, hoffentlich sind's nur Träume. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwynling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Okay. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Gut, wir fragen jetzt nochmal nach dem Wettbewerb. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit... Ich habe wichtig... Deine okay, Krähen das sind hatten wir schon. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. So, können wir uns denn jetzt hier noch ein bisschen umschauen? Was haben wir denn alles? Ach ja, da ist dieser Käfig, genau. Was haben wir hier? Ein Bild? Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Doch, doch. Ich wollte mich nur mal kurz hier umgucken. Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Aha. Ein Gehstock? Gwynlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Gut, haben wir schon mal einen Gehstock? Ach, wir haben ja noch mehr Sachen im Inventar. Die müssen wir uns gleich mal anschauen, aber zuerst noch mal den Raum hier näher untersuchen. Glaskolben. Und, was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen. Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht. Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Aha. Du sollst die Finger davon lassen. Ja, ist ja gut. Zerbrichst es nur wieder. Ja, ist ja gut. So, ach, das ist der zerbrochene Käfig, genau. Das wird Olgierd büßen. Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über 10 Jahren nicht mehr. Seit über 10 Jahren und der Seher war vor 13 Jahren da. Hm. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Na gut, wir warten. So, jetzt schauen wir uns mal die ganzen Sachen an, die wir hier dabei haben. 4 Kreuzer. Nicht mal genug für eine Schweineklaue. Hm, das ist der Hammer? Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Die beste Falle, um die Tiere lebend zu fangen. Ein guter Köder für biestiges Federvieh. Gwynlings neuester Entwurf. Sie bricht den Vögeln jetzt nicht mehr die Flügel. Ah, der hat eine Vogelfalle entworfen, okay. Gwynlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. So, jetzt möchte ich mal eben diese Hotspot-Funktion nutzen. Ach, so sieht das dann aus. Okay. Aber das war's hier oben auch schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter.
Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgier zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Das auf dem Bild, das sind doch bestimmt die Eltern, oder? Ja, Gerunds Eltern. Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Da, kupferne Eichenblätter. Zwei Eichenblätter habe ich. Das dritte hat Olgiert und das vierte ist noch versteckt. Dann los. Nehmen wir die am besten mal mit. Eine Kleiderkiste. Eigentlich viel zu groß für meine paar Sachen. Eine Flöte? Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Okay. Scharnier. Jindrichs Vater hat das für mich geschmiedet, als Jindrich und ich noch befreundet waren. Okay, anscheinend hatte er als Kind wirklich viele Freunde. Und dann kam dieser Seher und seine Prophezeiung. Und ja, da wird sich wohl alles geändert haben für Geron. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern.